Liebe Angelfreunde, wir möchten euch heute den neuen Schnurkleber von Sonderhof vorstellen. Wie er heißt, Katharina, zu meiner Rechten, und Jürgen. Katharina ist Gast heute. Sie ist mehrfache Europameisterin im Bootsangeln der Damen. Und wenn ich mich richtig erinnere, bist du auch amtierende Europameisterin. Das ist richtig. Gut. Also, habe ich ja kompetente Hilfe hier, euch das heute zu zeigen. So, Jürgen, dann wollen wir doch mal unseren Angelfreunden zeigen, wie man einen Wirbel in die Schnur klebt. Dazu brauchen wir erstmal unsere Grundlagen, den Kleber. Ja. Ich verwende immer lieber eine Schere. Du verwendest, glaube ich, immer lieber einen Knipser. Ich nehme beides. Oder beides. Ja. Dann haben wir natürlich unsere Spezialhülsen, die wir dazu benutzen, und unseren Wirbel. Ja. Du hast da drüben die Schnüre. Ja, hier. Die Schnüre in Form, ja, das ist so ein kleines Ordnungssystem. Wir sind, haben 6 Schnüre Platz. Ja, und habe das dementsprechend so sortiert, hilft, und man hat nicht so ein Chaos. Weder zu Hause noch, noch in der Angelkiste. Ja, darüber hinaus noch ein paar kleine Perlen habe ich mitgebracht und auch einen kleinen Haken und auch noch einen kleinen Wirbel, den wir auch noch später brauchen. Gut, dann was bauen wir für einen Rig? Ich würde sagen, wir machen 2 über den Blei. Gut, kein Problem. Also, nehme ich mal die 40er Schnur. Ja, etwa so 80 cm. Das reicht ja hierfür, um das zu demonstrieren. Wenn ich eine 40er Schnur habe, benötige ich dazu welche Hülse? Die 08er. Warum die 08er? Man nimmt natürlich immer das Doppelte. Wenn ich eine 40er Schnur habe, dann nehme ich ja die Schnur wieder zurück, muss sie wieder durch die Hülse fädeln, und dafür brauche ich einfach dann das doppelte Maß. Genau. Wobei man sagen muss, auch das passt nicht immer, man muss es probieren, weil die Schnurstärken weichen schon mal ab. Und das ist auch bekannt unter den Anglern, dass es da Differenzen gibt. Wenn 08 nicht passen sollte, geht auf die nächstgrößere Version, also in dem Fall die 1.0er. Gut, auf jeden Fall. Also wir brauchen 08er. 08er habe ich jetzt. Ein bisschen Stückchen abschneiden. Man braucht nicht wahnsinnig viel. Der Kleber hält so gut, da brauche ich einfach kleine Stückchen. Ja. So, also ein kleines Stückchen. Ja, diese Hülsen, ein Päckchen, es ist über 1 Meter drin, hält viel Ricks aus. Also da kann man schon einiges mit bewegen. Da hat man richtig Spaß mit. So, die Hülse wird eingeführt. Ja, ganz easy. Dann nimmt man den Wirbel durchs Öhr, die Schnur, und die Schnur zurück zum zweiten Mal durch die Hülse. Ganz einfach. So, dann wird das stramm gezogen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Wichtig ist, finde ich immer, stramm ziehen, dass es fest sitzt. Aber das ist auch, da gibt es verschiedene Geschmäcker. Der eine mag es lieber, sag ich mal, wackelt haben hier, und der andere mag es lieber stramm. Ich mag lieber stramm. Und jetzt kommt einer der Tricks. Ja, lasst ein bisschen Schnur überstehen. Denn das, warum das hilft, zeige ich euch gleich. Das hilft nämlich, dass der Kleber nicht an den Fingern hängt, sondern dass der Kleber da, wo er hin muss, nämlich hier in das Röhrchen reingesaugt wird. Katharina, mach du bitte mal den Kleber auf. So. Es gibt verschiedene Arten von Düsen. Das ist die normale Düse, die ist eigentlich nichts Besonderes, ist auch ziemlich breit oben. Ich komme da recht gut zurecht. Ich brauche keine schmale Düse, denn ich führe einfach nur die Schnur in die Öffnung hier rein. Ja, und lasse einfach den Kleber hineinlaufen. Und schon ist es passiert. Schon ist es verklebt. Blasenfrei, komplett gefüllt mit Kleber, und das Schöne an der Sache ist, sofort belastbar. Ja, sofort belastbar. Und vor allen Dingen,
Wir haben keinen Kleber an den Händen. Ja. Das ist ein Riesenvorteil. Genau. Damit es auch so bleibt. Und es kann immer sein, dass ein bisschen Kleber noch hier oben an dem Stückchen Schnur, was hier übersteht, dranhängt. Bitte, da gibt es eine Küchenrolle, ja, eine Teva-Rolle. Einfach kurz dranhalten hier, ist sofort abgesaugt und es ist trocken. Hier klebt nichts mehr. Ja. Damit die Schnur dann auch bündig abgeschnitten ist, haben wir einen kleinen Knipser. Und dieser kleine Knipser hat den Vorteil, dass man das recht nah ranführen kann. Man kann es abknipsen und schon ist der Wirbel sauber in die Schnur verklebt. Und das bei 100% Tragkraft. Man sieht jetzt auch sofort, wenn ich das nochmal nehme, Jürgen hat gerade stramm gezogen, ich ziehe auch nochmal, damit man wirklich sehen kann, der ist sofort belastbar. Ich habe zum Beispiel schon die Erfahrung gemacht bei der letzten Europameisterschaft, dass ich kurzfristig mir ein neues Rig basteln musste, weil mir zu viele verloren gegangen sind oder kaputt gegangen sind. Durch Abrisse natürlich. Und ich habe den Kleber immer dabei. Das Fantastische ist, ich klebe und ich kann sofort in der nächsten Minute oder Sekunde damit angeln gehen. Und belastbar, ich habe da 500 Gramm dran gehängt, man kann da, wer weiß was dran hängen, das hält bombenfest. Ja. Also der Abriss ist niemals an der geklebten Stelle und der Abriss ist immer zwischen den Klebestellen, also das, was die Schnur trägt. Und wenn die Schnur 8 Kilo trägt, dann trägt sie auch 8 Kilo geklebt. Wenn man sie knotet, trägt sie etwa die Hälfte. Ja, das ist eigentlich auch logisch. Wie verschweißt. Genau. So, liebe Angelfreunde, wir hoffen, wir konnten euch das System von LineGlue und die Anwendung besser erklären und etwas näher bringen. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr euch über den LineGlue-Kleber informieren wollt, dann könnt ihr gerne auf unsere Homepage gehen. Das ist www.lineglue.com. Aber auch für Fragen stehen wir euch natürlich bereit. Ne? Jürgen, wenn welche aufkommen, da könnt ihr uns auch schreiben und zwar über kontakt@lineglue.com. Wir werden versuchen, dass keine Fragen offen bleiben. Ja, einfach versuchen und wir freuen uns auf euch. Und das Bestellen des Klebers könnt ihr auch über unsere Homepage machen. Da findet ihr alle Informationen dazu. Und jetzt wünschen wir euch ganz viel Erfolg und Spaß beim Angeln und Kleben. Ja, das machen wir jetzt auch. Genau.